Willkommen zu einem neuen Video hier auf Smart Life. Im heutigen Video geht es um den Switchboard Curtain. Wenn dir Switchboard Curtain nichts sagt, mit dem Switchboard Curtain kannst du Vorhänge oder Gardinen automatisiert öffnen oder schließen. Ich hatte im vergangenen Jahr auch schon ein Video dazu erstellt, das verlinke ich dir nochmal rechts oben. Und von dem Switchboard Curtain für die Rod-Variante, also für die Stangen-Variante, gibt es eine überarbeitete Version, sieht dann folgendermaßen aus. Und die möchte ich dir im heutigen Video dann vorstellen, möchte dir auch die Unterschiede zum vorherigen Modell aufzeigen. Im Weiteren werde ich dir dann noch in diesem Video zeigen, wie du den Switchboard Curtain in Home Assistant integriert bekommst. Wenn dich das interessiert, bleib auf jeden Fall dran bis nach dem Intro und dann wünsche ich dir jetzt hier viel Spaß mit dem Video. Den jetzt folgenden Hauptabschnitt, in dem es sich um den Switchboard Curtain dreht, habe ich dann folgendermaßen aufgebaut. Als erstes stelle ich dir das Gerät vor, ziehe auch einen Vergleich zum Vorgängermodell. Im Weiteren zeige ich dir dann, wie du den Switchboard Curtain in der Switchboard App anlernst und zum Schluss zeige ich dir dann, wie du den Curtain montierst und entsprechend die Kalibrierung vornimmst. In diesem Abschnitt möchte ich dir nun den Switchboard Curtain Rod 2 aus der Nähe vorstellen, der für die Stangenmontage gedacht ist. Und als erstes, bevor wir dann gleich zu den Details kommen und auch zur Parallele zum Vorgängergerät, möchte ich dir zeigen, was alles dann entsprechend im Lieferumfang enthalten ist. Du hast dann natürlich hier den Curtain an sich im Lieferumfang enthalten. Und damit du den dann auch aufladen kannst, gibt es hier noch dazu ein USB-C-Kabel. Also hier USB-C und der Stecker ist abgewinkelt und da hat aus meiner Sicht Switchboard entsprechend mitgedacht, weil wenn die Curtains dann mal hängen, also hier so nach unten hängen, musst du letztendlich hier den Stecker hinten einführen und dann hängt ja auch das Kabel nach unten, was aus meiner Sicht das Aufladen dann ein bisschen einfacher macht, beziehungsweise das Kabel dann auch ja einfach nach unten, besser nach unten geführt werden kann. Von daher finde ich es ganz sinnvoll, dass der Stecker hier abgewinkelt ist. Also das hast du dabei, USB-C-Kabel auf USB und dann hast du noch mit dabei hier entsprechende Klammern für die unterschiedlichen Vorhangarten, die es eben gibt. Die sind dann insbesondere auch für Vorhänge, die in irgendeiner Form eine Schlaufenführung haben, also eine Stoffführung und soll eben vereinfachen, dass dann die Vorhänge entsprechend besser auch auf der Stange rutschen. Da hast du zum einen die Klammern hier dabei und hast nochmal dieses Set hier dabei, was du dann entsprechend an deine Gardinen oder Vorhänge ja dran bauen kannst, so dass da wie gesagt, dass es dem Curtain möglichst einfach gemacht wird, was eben dann das Öffnen und Schließen betrifft. Was leider etwas schade ist, was Switchboard hier nicht mehr mit reingepackt hat, und das ist jetzt hier vom Vorgängermodell, ist hier im Prinzip so ein Klebepad. Und das Klebepad ist eben dazu gedacht, wenn du jetzt ja eben eine längere Stange hast, beziehungsweise eine Teleskopstange, die du dann ja auch auseinanderziehst, dann hast du ja an der Stelle, wo die Stange eben zusammengeführt wird, hast du ja einen Übergang, also von dem dickeren Rohr auf den schmaleren Teil. Und du kannst eben hier dann entsprechend hier dieses, ich sag mal, den Klebepad um diesen Übergang drüber kleben, was es eben dann dem Curtain einfacher machen soll, dass eben die Rollen nicht an dem Übergang hängen bleiben. Und das hat irgendwie Switchboard scheinbar eingespart und es gibt jetzt im Internet schon ja wilde Bilder, dass die Leute selbst irgendwas drüber kleben, um eben dann für den Fall eben einen sauberen, einen glatteren Übergang zu haben. Das ist ja letztendlich, worum es geht. Das ist ja hier alles sehr glatt. Das finde ich ein bisschen schade, weil das war wirklich ein nützliches Teil. Ist jetzt leider nicht mehr mit dabei im Lieferumfang. Als nächstes dann mal zum Gerät an sich. Was eben schon auffällt, ist hier, dass die Führung jetzt anders gebaut ist. Hier ist ja so ein Metallarm jetzt integriert und das sind im Prinzip auch jetzt einzelne Arme. Das heißt, wenn ich das mal auf die Rückseite drehe, siehst du das mit diesen Clips, kannst du jetzt jeden Arm entsprechend abnehmen und auch wieder dran klipsen. Das hatte das Vorgängermodell nicht, soll dann eben die Montage vereinfachen. Das ist schon mal einer der großen Unterschiede. Du hast hier jetzt in Summe etwas größere Rollen, das zeige ich dir dann im Vergleich. Ansonsten sind die Geräte jetzt erstmal gleich geblieben, rein von der Größe. Ich lege die mal nebeneinander. Das heißt, der Body hat wirklich exakt dieselben Maße. Ich habe es mir entsprechend in den Bedienungsanleitungen angeschaut. Also der Body hat exakt dieselben Maße und auch die Sensoren sind gleich geblieben. Also auch das Design, ich drehe die mal beide auf die Rückseite.
Das heißt, du siehst das hier, das ist entsprechend der Reset-Button, ist auch alles exakt an derselben Stelle. Reset-Button, USB-C-Stecker und dann eben die LED-Leuchte, die die verschiedenen Stati signalisiert. Also das ist entsprechend gleich geblieben. Die Akkukapazität ist scheinbar gleich geblieben, denn Switchboard gibt hier an, dass du den Akku etwa circa 8 Monate lang betreiben kannst, wenn du den Vorhang zweimal am Tag öffnest. Das ist so der Richtwert, den hier Switchboard angibt. Im Großen und Ganzen kann ich den bestätigen, auch wenn ich meine Curtains manchmal öfters am Tag geöffnet oder geschlossen habe, aber so mit 7, 8 Monaten kommt man schon hin. Also die Angabe ist wirklich realistisch. Was auch gleich geblieben ist, dass der Motor einen Beschleunigungssensor integriert hat. Das heißt, du kannst da die sogenannte Touch-and-Go-Funktion nutzen. Das heißt, du ziehst an deiner Gardine so leicht ruckartig und dann fährt eben der Vorhang auch auf. Nennt sich hier Touch-and-Go. Das heißt, du musst jetzt nicht zwingend die App nutzen, um deinen Vorhang zu öffnen oder Sprachsteuerung oder eben dann die Remote-Fernbedienung, sondern kannst es ganz normal, konventionell wie vorher auch machen. Und wie gesagt, Touch-and-Go. Da erkennt eben der Motor anhand der Beschleunigung, dass du eben am Vorhang ziehst. Das haben beide Modelle weiterhin und du hast auch weiterhin einen Lichtsensor integriert, der eben nötig ist, wenn du das Solarpanel nutzen möchtest. Das ist eben der weitere Weg, den du nutzen kannst. Das heißt, du steckst hier ein Solarpanel drauf und kannst dann auch entsprechend den Curtain per Solar aufladen. Das geht allerdings nur, wenn du einen Lichtwert von mindestens 6 hast. Das kann ich dir später nochmal in der Switchboard-App zeigen. Das wird entsprechend dargestellt, welche Lichtwerte du hast. Bei mir ist es leider so jetzt hier bei meinem Curtain, dass an der Stelle, wo der montiert ist, die Stange relativ hoch hängt. Also im Prinzip, ja, der Lichtsensor nicht genügend Licht bekommt und folglich auch das Solarpanel nicht genügend Licht bekommen würde. Das heißt, ich kann es leider nicht nutzen. Aber die beiden Sensoren haben die Geräte weiterhin integriert, dann kannst du die Geräte weiterhin per Sprachassistent bedienen, so dass es rein technisch gesehen eigentlich sonst weiter keine großen Unterschiede gibt. Der größte Unterschied ist wirklich dann die Art und Weise, wie du jetzt hier den Curtain montierst und eben auch die Art und Weise der Führung. Du siehst es schon mal, das ist auch nochmal ja leicht, vielleicht etwas kleiner geworden. Jetzt hier beim alten Modell hast du eben den Aufsatz, der hier auf diese beiden Schienen draufgesteckt wird. Den kann man entsprechend abnehmen. Und dann siehst du es, denke ich, auch hier. Ich kann ja den Arm auch nochmal rausmachen, dass eben auch die Rollen etwas größer geworden sind. Wenn man jetzt mal beide nebeneinander hält. Ich versuche es mal so. Ich denke, man sieht das optisch, dass jetzt hier die Rollen ja einfach ein bisschen breiter geworden sind, ein bisschen dicker geworden sind. Wahrscheinlich soll es dann eben dem Gleiten auf der Stange zuträglich sein. Also das ist ein Unterschied. Die Anzahl der Rollen ist gleich geblieben, also du hast hier 2 und dann nochmal im anderen Arm 2, also 4 Rollen, hier auch 4 Rollen. Die sind jetzt etwas größer geworden. Ansonsten, wie gesagt, kannst du ja hier oder musst du ja auch dieses Teil hier abnehmen können, um den dann auch entsprechend montieren zu können. Das heißt, du stülpst das über die Stange, schiebst das hier wieder auf deine Führungsschienen drauf und dann würdest du jetzt im Prinzip, du hörst das jetzt, den Curtain auf der Stange im Prinzip arretieren. Da muss man eben aufpassen bei der Variante, bei der alten Variante, dass man es nicht zu fest macht, denn dann ja fährt eben der Curtain nicht schnell genug, kommt irgendwie nicht so ein bisschen vom Fleck oder wird gebremst. Auf der anderen Seite, wenn es zu locker ist, dann dreht im Prinzip hier der Motor durch, der gleitet da nicht richtig. Jetzt hast du es gesehen, habe ich eigentlich die Touch-and-Go-Funktion ausgeführt. Ja, da muss man eben aufpassen. Das soll jetzt dann, denke ich, hier mit der ROT 2-Variante vereinfacht werden. Denn du siehst, dass die Stangen hier, die arretieren sich jetzt automatisch. Wenn ich das hier loslasse, hörst du es, zieht im Prinzip der Arm selbstständig zurück. Das heißt, du musst im Prinzip nur die beiden Arme über die Stange führen und dann zieht sich im Prinzip der Motor selbstständig an die Stange, sodass du da, denke ich, dann immer den optimalen Druckpunkt haben solltest. Das sind wirklich jetzt die Hauptunterschiede in den beiden Geräten, also wirklich mehr mechanischer Natur. Rein von den inneren Werten ist alles gleich geblieben. Nachdem wir uns nun den Switchboard Curtain im Detail angeschaut haben, auch im Vergleich zum Vorgängermodell, geht es nun weiter mit der Integration in die Switchboard App. In diesem Abschnitt möchte ich dir nun zeigen, wie du den Switchboard Curtain in deine Umgebung hinzufügst. Auch hier kann ich wieder betonen, dass mir die Switchboard App sehr gut gefällt.
Die Anleitung bzw. die Installationsassistenten oder Einrichtungsassistenten sind sehr gut übersetzt. Die Bebilderung ist auch sehr gut, sodass man aus meiner Sicht auch wirklich gut nachvollziehen kann, was du dann Schritt für Schritt tun sollst. Damit das Gerät dann auch per Auto Discovery erkannt wird, schaltest du den Curtain auf der Rückseite an. Das ist dann der obere Button, der Reset-Button. Den hältst du dann für 2 Sekunden gedrückt, dann schaltest du den Curtain an und der sollte dann automatisch erkannt werden. Oder du klickst eben dann auf das Logo zum Hinzufügen eines Curtains. Dann kannst du einen Namen vergeben und im nächsten Schritt sollst du dann bestimmen, was du für einen Typ hast. Also hast du eben die Stangenvariante oder hast du eine Schienenvariante. Und im nächsten Abschnitt wirst du dann gefragt, welche ROT-Variante du hinzufügen möchtest. Ich nenne das jetzt einfach mal ROT 1 oder den jetzt hier vorgestellten ROT 2. Und im nächsten Dialog kannst du dann festlegen, welche Art des Vorhangs du hast. Also hast du zum Beispiel einen Vorhang mit Metallösen oder hast du eben einen Vorhang mit Stoffschlaufen. Das kannst du dann hier entsprechend auswählen. Im weiteren Verlauf des Einrichtungsassistenten bekommst du dann nochmal gut bebildert gezeigt, wie du den Curtain entsprechend montierst. Und dann, wenn dann soweit alles abgeschlossen ist, du den Curtain an deine Stange befestigt hast, kannst du auch direkt mit der Kalibrierung starten oder könntest auch direkt hier einen zweiten Curtain hinzufügen. In Summe kann ich sagen, gefällt mir der Einrichtungsassistent sehr gut. Bei mir hat alles auf Anhieb funktioniert und ich hatte soweit jetzt technisch funktional keine Probleme, um das alles abzuschließen. Das war nun die Integration in die Switchbot-App. Ich denke, du hast gesehen, dass das ziemlich einfach funktioniert. Und als nächstes zeige ich dir nun, wie du den Curtain entsprechend montierst und auch dann kalibrierst. In diesem Abschnitt schauen wir uns nun gemeinsam die Montage an. Und ich habe jetzt beide Arme vom Curtain getrennt und werde jetzt einen nach dem anderen auf die Stange aufsetzen. Und du musst dir jetzt im Prinzip vorstellen, dass der Curtain natürlich hinter dem Vorhang sitzt. Ich mache das halt jetzt hier vor dem Vorhang, um es natürlich besser zeigen zu können. Das heißt, ich fange jetzt hier mit dem linken Arm an, ziehe den ein Stück weit hier runter, um den auf die Stange draufsetzen zu können. Jetzt ist der eine befestigt. Jetzt mache ich mit dem anderen weiter, setze den ebenfalls auf die Stange drauf. Das heißt, ich ziehe hier wieder ein Stück, lass los und du siehst das, denke ich, dann zieht sich im Prinzip hier die Unterseite unter den Rollen zieht sich hier automatisch an die Stange hoch und das ist eben der große Unterschied gegenüber dem vorherigen Modell. Jetzt nehme ich halt entsprechend den Body und den kann man dann gerade hier dazwischen klipsen und dann ist im Prinzip der Curtain auch schon im Prinzip von alleine fertig justiert. Das heißt, ich ziehe das jetzt hier wieder ein Stückchen runter, klemme das rein, mache das hier genauso. Du hast gehört, fertig geklipst. Und damit hat jetzt hier der Body seinen optimalen Halt. Ich richte den noch ein bisschen gerade aus, macht der Curtain mehr oder weniger auch von alleine, sodass der jetzt einfach gerade hängt. Und du hast eben jetzt dann direkt die Zugkraft, die der Curtain dann eben benötigt, um dann auch optimal auf der Stange hin und her fahren zu können. Nachdem die Montage nun erfolgt ist, muss der Curtain kalibriert werden und wenn du dann die Switchbot-App öffnest, wirst du auch direkt aufgefordert, die Kalibrierung vorzunehmen. Das ist unten der graue Bereich und ich klicke entsprechend hier auf Kalibrierung und dann bekommst du hier jetzt verschiedene Optionen angezeigt, wie du den Curtain kalibrieren möchtest. Und in meinem Fall ist es jetzt so, dass ich 2 Curtains habe, beziehungsweise auch 2 Vorhänge. Das heißt, ich möchte jeden Vorhang auch separat steuern können. Von daher nehme ich jetzt das obere Bild. Das heißt, ich möchte hier jetzt die rechte Fensterseite im Prinzip mit dem Curtain bestücken und dann entsprechend den Vorhang kalibrieren. Das heißt, ich klicke aufs erste Bild, sage Go to Calibration. Und dann wirst du jetzt durch den Dialog geführt, der dir zeigt, wie du die Kalibrierung vornehmen musst. Als erstes sollen wir jetzt quasi die Endposition festlegen. Das heißt, das sind jetzt eben die nächsten Schritte. Du legst die Endposition fest, die eben dann darstellt, wenn der Curtain geöffnet ist. Und dann die entgegengesetzte Position, wenn der Curtain geschlossen ist. Und wir fangen jetzt mal an mit der Endposition. Mit den beiden Pfeilen kannst du jetzt eben den Curtain hin und her bewegen. Und dann sage ich jetzt hier, das ist die Endposition, um es dir entsprechend zu verdeutlichen. Sage dann Next und dann bittet mich eben hier der Assistent jetzt die geschlossene Position festzulegen. Das heißt, ich bewege jetzt hier den Curtain nach links. Du siehst, der fährt auch entsprechend und sage, das ist jetzt die Endposition. Dann sage ich im nächsten Schritt wieder Next
Und das war es dann auch schon. Das heißt, das ist das Einzige, was du im Prinzip machen musst. Öffnungsposition und Endposition festlegen, wenn der Curtain geschlossen ist. Und zum Schluss kommt nochmal ein Test. Das heißt, jetzt öffnen wir hier den Curtain. Das heißt, ich sage hier Move to Fully Opened. Und dann sollen wir nochmal testen, dass der Vorhang auch geschlossen wird an die von uns eingestellte Position. Das heißt, ich sage Move to Fully Closed. Und dann fährt der Curtain entsprechend in die Position zum Schließen. Als letztes sage ich dann Finish. Du könntest auch nochmal eine Rekalibrierung vornehmen, wenn du jetzt unzufrieden bist. Ich lasse das jetzt mal so, sage Finish. Und damit hast du den Kalibrierungsvorgang abgeschlossen. Aus meiner Sicht ist das wirklich eine einfache Sache. Du wirst hier gut begleitet. Und falls du dich doch mal vertan hast in der Kalibrierung, wiederholst du einfach den Schritt und machst eben die Kalibrierung nochmal neu. Aber ich glaube, das ist wirklich gut machbar und ich hatte bisher nie Probleme damit. Als letztes möchte ich dir noch eine Einstellung zeigen, die auch recht hilfreich ist. Das heißt, ich gehe in den Einstellungsdialog von dem Curtain, klicke hier auf More und im unteren Bereich der App hast du hier die Option Motion Mode. Und hier gibt es dann zwei verschiedene Einstellungen. Einmal den Performance Mode, da fährt der Motor des Curtain schnellstmöglich und eben umgedreht oder das Entgegengesetzte, der Silent Mode, der ist entsprechend dann, wie der Name sagt, leiser oder soll leiser sein. Ist aber eben dann so, dass der Schließvorgang als auch der Öffnungsvorgang etwas länger dauert. Hier musst du eben entscheiden, was für dich wichtiger ist, lieber schnell oder lieber leise. Ich lasse es jetzt mal im Performance Mode, mir ist dann eben hier die Geschwindigkeit wichtiger. Ansonsten die anderen Einstellungen, da kannst du gerne mal selbst durchklicken, die sind im Prinzip selbsterklärend, aber das sind so die wichtigsten Dinge, die du hier vornehmen kannst für den Curtain. Und ja, gut, der Leitsensor, da klicke ich nochmal kurz rein, das wollte ich dir kurz zeigen. Jetzt siehst du das hier, bei mir ist der Indikator auf 4 und wenn du eben dann das Solarpanel verwenden möchtest, sollte eben der Indikator auf 6 sein. Dauerhaft ab 6 stehen, das ist jetzt bei mir hier nicht der Fall, wobei das jetzt ist natürlich ein neues Gerät, aber auch bei meinen bestehenden Curtains komme ich einfach nicht auf diesen Wert. Das heißt, das Solarpanel, wenn ich das verwenden würde, würde in meinem Fall in dem Bereich, wo jetzt halt die Curtains montiert sind, einfach zu wenig Licht abbekommen, sodass die Wahrscheinlichkeit dann groß ist, dass das zum Aufladen einfach nicht ausreicht. Das ist eben nochmal ein wichtiger Bereich, um das auch abschätzen zu können vorab, ist ein Solarpanel eben ja einsetzbar oder nicht. Und von daher finde ich das nochmal ein guter Indikator. Du siehst, das befindet sich noch im Beta-Status, aber im Prinzip ist es schon nutzbar. Das ist eben nochmal eine wichtige Setting. Bei den Detaileinstellungen ist nochmal ganz interessant zu erfahren, dass du eben, falls du einen Hub Mini einsetzt, hier den Schalter entsprechend umlegen musst im Bereich Cloud Services. Der ist jetzt hier bei mir derzeit noch deaktiviert, der Service. Und wenn du den anschaltest, dann kannst du entsprechend die unteren Sprachassistenten nutzen. Das ist eben dann Voraussetzung dafür, dass du den Hub Mini dann auch entsprechend aktiv hast. Musst aber auch wirklich dann aktiv anschalten. Das war soweit alles, was ich dir zum Switchboard Curtain vorstellen wollte. Im nächsten Abschnitt möchte ich dir noch zeigen, wie du den Curtain in Home Assistant integriert bekommst. Der nächste Schritt jetzt hier zur Integration der Switchboard-Geräte beziehungsweise auch zur Integration der Switchboard-API, der ist zwar ein bisschen Arbeit, am Ende des Tages lohnt sich aber die Arbeit, weil du das Ganze eben für all deine Switchboard-Geräte dann umsetzen kannst. Und ich bediene mich dann entsprechend hier der Anleitung aus der Home Assistant Community. Link findest du natürlich in der Videobeschreibung, wenn du hier später etwas nachlesen möchtest. Der erste Schritt ist im Prinzip, dass wir den API-Key benötigen, um die Geräte abfragen zu können, beziehungsweise um die Device-IDs extrahieren zu können, die du bisher in deinem Switchboard-Account hast. Und dazu benötigt es eben den API-Key und den bekommst du aus der Switchboard-App. Ja, und wie kommst du nun an deinen API-Key beziehungsweise an den Token dran? Dazu gibt es auch eine Anleitung. Im Prinzip ist es keine große Sache. Das heißt, du öffnest deine Switchboard-App, gehst hier in den Bereich Profile, dann in den Bereich Preference und tippst hier 10-mal auf die App-Version. Nachdem du das 10-mal geklickt hast, sollte sich die Option Developer Options einblenden lassen. Die solltest du dann vorfinden. Und in dem Bereich Developer Options hast du dann einen roten Button. Und wenn du auf diesen roten Button klickst,
und dann eben hier Get Token anfragst, bekommst du deinen API-Token beziehungsweise deinen Token, der speziell für deinen Account erstellt ist. Solltest du eben mehrere Accounts haben, bekommst du für jeden eigenen unterschiedlichen Account auch einen eigenen Token. Ich habe dann meinen Token entsprechend kopiert, leg mir den mal hier in einem Texteditor ab, kopiere den hier rein, gehe nochmal zurück in die Anleitung und kopiere mir hier den Befehl. Und dann können wir auch gleich jetzt hier dann die Abfrage vorbereiten, die du benötigst, um dann eben deine Geräte-IDs extrahieren zu können. Das heißt, ich ersetze jetzt hier einfach den Wert, wo steht, bei dem steht API-Key hier. Und da setzt du dann einfach deine Token ein. Am Ende nimmst du dann den Befehl, haust den in den Terminal rein und dann solltest du eine Ausgabe bekommen mit all deinen Device-IDs, die du im Switchbot-Account verknüpft hast. Das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Das Ergebnis sollte dann etwa so aussehen. Du bekommst hier eine große Liste mit deinen Geräten und Device-IDs. Das kopierst du dir dann jetzt am besten raus und setzt das hier wieder in den Texteditor ein. Und dann kannst du dir entsprechend deine Device-IDs rausziehen, die du dann jetzt eben in Home Assistant integrieren möchtest. Am Ende des Tages kannst du natürlich auch in deine Switchbot-App gehen und kannst dir hier die BLE-Adresse manuell rauskopieren. Nachdem wir nun den ersten Schritt erledigt haben, uns die Device-IDs besorgt haben, springe ich zurück hier in die Anleitung, scrolle ein Stück runter und jetzt müssen wir eben etwas Hand anlegen in der Secrets-YAML als auch in der Configuration-YAML. Und ich starte hier mit dem ersten Bereich, das heißt, wir bearbeiten jetzt hier die Secrets-YAML und ergänzen im Prinzip die YAML um die folgenden Parameter hier. Ich kopiere mir also den Befehl hier nochmal raus, gehe zurück in meine Textdatei, setze mir den hier drunter und kopiere dann eben jetzt hier oben den API-Key hier rein, ersetze das quasi komplett. Und im folgenden Schritt können wir dann auch schon direkt an die Gerätekonfiguration gehen. Ich ändere dann hier entsprechend den Namen. Das heißt, du hast immer pro Gerät zwei Einträge. Ich sage, das ist jetzt hier der ROT 2. Der hat dann im Prinzip wirklich eine eigene URL. Und die Device-ID, die musst du natürlich mit der Device-ID ersetzen, die du gerade extrahiert hast. Bei mir ist es jetzt hier der ROT 2 Curtain, der dann eben folgende Device-ID hat. Das heißt, ich ersetze das hier komplett zwischen den Slashes und ersetze das hier auch im Bereich Device-ID mit der Device-ID des neuen Curtain ROT 2. Ändere hier auch nochmal den Namen von Bedroom aus dem Beispiel auf ROT 2. Und dann haben wir auch schon die ersten beiden Einträge fertig bearbeitet. Nachdem wir dann hier alles soweit vorbereitet haben und bitte dran denken, für jedes Gerät, was du eben jetzt hier mit integrieren möchtest, zusätzlich integrieren möchtest, benötigst du eben zwei weitere Lines pro Gerät. Einmal halt eben für die Status-URL und einmal für das Device an sich. Ich mache das jetzt halt exemplarisch hier mit dem ROT 2, kopiere mir das, was jetzt in die Secrets-YAML kommt, gehe dann hier zurück in den Browser und springe in meine Home Assistant Installation. In Home Assistant gehen wir nun in den Bereich File Editor oder der Editor, den du eben verwendest. Dann öffnen wir die Secrets YAML über das Ordnersymbol. Hier Secrets YAML und hier setzen wir nun unseren kopierten Absatz rein. Ich mache es nur ein bisschen schön, sage hier, das ist jetzt hier die Switchbot API Integration. So, dann ist es einmal eingesetzt und dann speichern wir hier diesen Bereich ab. Ich sage hier Save. Als nächsten Step, und da springe ich wieder zurück in die Anleitung, müssen wir den REST-Command in die Configuration YAML einsetzen. Den kopieren wir einfach raus. Da musst du auch nichts weiter verändern, also der bleibt so, wie er ist. Das heißt, ich sage hier kopieren, gehe zurück, gehe in die Configuration YAML und dort setzen wir den Befehl ein. Ich mache es ja auch wieder hübsch, sage, das ist hier auch die Switchbot API Integration. So, und speichere das Ganze ab. Hier das Häkchen ist grün, das heißt, alles ist korrekt. Nachdem wir dann den REST-Command hier eingesetzt haben, können wir zurückspringen in die Anleitung mit dem nächsten Step fortfahren. Das heißt, wir legen schon den Sensor an. Ich kopiere mir gerade die Codezeilen raus, springe wieder zurück in Home Assistant, setze das gerade drunter und ändere den Friendly Name hier von Bedroom Curtain auf jetzt mal ganz simpel ROT 2 ab
und muss natürlich auch hier meine Secrets-Line anpassen. Das heißt, die hatte ich ja ROT 2 genannt, auch ganz einfach. Und dann haben wir auch hier den Bereich schon angepasst. Mehr musst du nicht ändern. Der Rest bleibt im Prinzip bestehen. Beim Scan-Intervall musst du aufpassen, dass du das nicht zu kurz setzt. Das ist jetzt hier per Default auf 10 Minuten gesetzt, also 600 Sekunden. Das heißt, du fragst hier 144 Mal am Tag den Status ab. Und dabei musst du eben berücksichtigen, dass du pro Tag 1000 Abfragen an die Switchboard-API richten kannst. Und je nachdem, wie viel Gerät du natürlich hast oder wie du auch hier deinen Intervall anpasst, kann es eben auch passieren, dass du dieses Limit erreichst. Von daher lieber eher etwas höher hier beim Wert gehen, falls du mehrere Geräte hast. Das noch berücksichtigen. Ich speichere hier das Ganze wieder ab. Das haben wir nämlich jetzt auch schon angepasst. Und gehe wieder zurück in die Anleitung und wir können hier mit dem Cover-Template fortfahren. Den Code des Cover-Templates kopiere ich mir dann auch ganz stumpf raus, gehe zurück in Home Assistant und setze das gerade unten drunter. Jetzt müssen wir hier auch noch ein paar Anpassungen vornehmen. Ich ändere hier den Friendly Name auf den ROT 2 und jetzt musst du noch deine entsprechenden Zeilen anpassen mit der Device-ID und die auf die Secrets-YAML entsprechend anpassen. Das heißt, überall, wo jetzt hier Bedroom steht, mache ich das auf ROT 2 und speichere das am Ende ab. Was du hier noch tun kannst, und das ist eben eine Anpassung, die du jetzt hier speziell bei den Curtains vornehmen kannst, die haben eben keinen Stoppbefehl. Das kannst du entsprechend auch rauslöschen, entfernen. Das heißt, ich mache das jetzt, denn es gibt hier ein Open, es gibt hier ein Close und du kannst hier die Position manuell festlegen, aber einen Stoppbefehl gibt es nicht. Also den nehme ich jetzt mal raus und dann speichere ich hier das Ganze ab. Nachdem du Home Assistant neu gestartet hast, kannst du dir entsprechend eine Karte anlegen in deinem Dashboard und die sollte dann in etwa folgendermaßen aussehen. Du kannst halt entsprechend deine Entities verwenden, die wir gerade angelegt haben, nämlich einmal das Cover Template als auch den Sensor, wo du die Position des Curtains siehst und kannst natürlich entsprechend über die Buttons hier deinen Curtain steuern, als auch hier über den Slider. Und damit hast du dann eben auch deinen Switchboard-Curtain in Home Assistant integriert und wie gesagt, über den gleichen Mechanismus in der Configuration-YAML kannst du dann auch weitere Switchboard-Geräte über deine Device-ID hinzufügen. Das soll es dann soweit für das heutige Video gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, dann zeige mir und YouTube das gerne mit einem Daumen hoch. Wenn du hier neu sein solltest auf diesem Channel, dann abonniere auch gerne meinen Kanal, aktiviere die Glocke und dann wirst du jedes Mal informiert, sobald ich ein neues Video online stelle. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank, dass du dir dieses Video angeschaut hast. Das wäre natürlich super cool, wenn du dir auch meine neuen folgenden Videos anschaust. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, bis bald.